Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Leibbringer Industries. Nach einer kleinen Sommerpause haben wir gedacht, wir steigen direkt wieder ein mit FIFA 16 und zwar das Demo. Ich habe das jetzt gerade runtergeladen und zwar von einem neuseeländischen Account. Das heißt, es ist eigentlich erst morgen verfügbar. Beziehungsweise was ist heute? Das 7. am 8. September. Irgendwann am Nachmittag und man kann es jetzt schon runterladen, indem man einen neuseeländischen Account erstellt auf dem PlayStation Network und ja. Schauen wir uns das einmal an auf jeden Fall. Es ist sicher wieder mal das gleiche wie immer, nur ein bisschen bessere Grafik und andere Animationen und das war's. Aber schauen wir mal, ich bin vollkommen, es ist das absolut erste Spiel, vollkommen unvoreingenommen. Und mal schauen, was sich geändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, ob es eh wieder das gleiche, mehr vom gleichen und ja, mal schauen. Machen wir einfach mal einen Probekick mit, Real Madrid gegen Barcelona, der El Clasico. Ja, grafisch. Ja, die Frisuren sind wahrscheinlich wieder angepasst und ja, grafisch kann ich jetzt einmal sagen, schaut ähnlich aus wie das Trainer an aus, brauche ich nicht. Keine Ahnung, wie das weggeht. Ich bin auf jeden Fall Real Madrid und ich möchte den Trainer da ausschalten und mal schauen, wie das geht. Bevor es da weitergeht, was ist das überhaupt, Trainer? Der zeigt mir dann an sozusagen, ob ich passen soll oder schießen oder was, das braucht man nicht. Wir sind natürlich Profis, ich bin Profi. Mal schauen, erstes Spiel, FIFA 16. Mal schauen, was sie da getan hat. Und ja, die Spieler sind irgendwie langsamer, weil ich kann das gut einschätzen, weil ich gerade das 15er wieder gespielt habe. Das ist ein Demo sogar. Okay, da ist schon der erste verletzt. Toni Kroos. Der Querpass Tony, wie man so schön nennt. Und da schießt er gleich mal und das ist ein Tor. Ah. Okay. Ja, ich glaube, es sind wieder ziemlich viele Feinheiten, was sie umgestellt haben oder was geändert haben. Auf jeden Fall als allererstes einmal. Ja, es ist ein bisschen langsamer. Wieder mal, sozusagen. Ah, was für ein What the fuck? Das war aber kein Öfer, nie im Leben. Okay, das will ich noch mal sehen. Marcelo. Wiederholung bitte. Ja, das war eindeutig. Okay, es war. kann man da wieder die lässigen Moves machen? Natürlich kann man wieder, ja. Okay. Sogar die richtige Richtung, aber leider Messi muss natürlich treffen, weil er am Cover. Sogar mit Tätowierung jetzt, ich glaube, die hat er dieses Jahr neu gemacht, beziehungsweise die war letztes Jahr, glaube ich, noch nicht drinnen. Kann es nicht sagen, mit Messi habe ich nie viel gespielt, weil ich eigentlich noch Ultimate Team spiele und da ist die eigentlich nicht leistbar, als Otto-Normalverbraucher, wenn man jetzt quasi nicht 10.000 Euro investiert oder so. Und nicht einmal dann ist sicher, dass man hat. Ich glaube, die Flanken sind verbessert worden, ja, man sieht es. Erste Flanke, erstes Tor. Ja, was hat sie eigentlich da laut Entwickler? Puh, ja, ich glaube Interceptions, also dass die Spieler den Ball besser abfangen oder so, ja. Dann, ich glaube die Grätsche haben sie geändert, die haben sie ein bisschen gebufft sozusagen, weil man kann jetzt anscheinend, wenn man zweimal, also wenn man einmal eine grätscht und dann gleich nochmal, kann man sich noch irgendwie die Richtung ändern. Muss ich mal ausprobieren da. Aber ja, also es fühlt sich ziemlich an wie FIFA 15. Das kann man nicht wirklich sagen, ob da jetzt so der Unterschied ist. Ja. More of the same shit sozusagen. Was nicht heißt, dass das schlecht ist, sondern FIFA ist eh gut, nur ja. Jetzt wundert es mich auch, warum man da noch kein Gameplay-Material großartig gesehen hat auf YouTube oder so. Weil es halt einfach, ja, nicht viel anders ist als wie 5 auf 15.
Tja, man muss es sowieso kaufen wegen den Lizenzen natürlich. Schauen wir, ob wir da wieder so eine lässige Flanke reinbringen. Natürlich. Boah, ein Halt, das ist klar. Eben wenn man Ultimate Team spielt, muss man eigentlich jetzt ja ein Eis kaufen, weil die Spieler halt anpasst werden, die Spielerwerte und Positionen auch. Müller ist jetzt zum Beispiel im Sturm endlich und nicht mehr rechtes Mittelfeld. Der Bale, da schießt er gleich mit. Naja, CR7 natürlich. Ja, das Schussverhalten hat sich auch ein bisschen verändert. Ich glaube, der Ball ist jetzt wieder ein bisschen mehr wie im Pro Evolution Soccer. Ein bisschen schwerer, kommt mir vor. Wie gesagt, das ist alles nur subjektive Einschätzungen von mir. Also wenn da irgendwer jetzt meint, okay, das ist ein kompletter Scheiß, was du da sagst, dann hat er natürlich recht. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme das gleich mal auf und damit man sich für die Leute, die sie kann, als elendischen Account darstellen wollen, einmal ein Bild machen können. Wie gesagt, glaube ich, wenn da nicht viel Gameplay online ist. Ja, Steuerung. Ja, es ist eigentlich alles gleich. Also ich kann bis jetzt, das ist langsam ein bisschen. Ja, sonst kann man noch nichts sagen. Wie gesagt, das ist ja halt auch nicht online und es ist, ich glaube, Schwierigkeitsgrad. Weiß ich nicht, was da jetzt voreingestellt ist. Wahrscheinlich der leichteste oder so. Okay, die Flanken sind wieder verdammt mächtig. Man hat gesehen, zwei Flanken in dem Spiel oder drei und fast drei Tore. Das zweite Tor hat der Tormann gerade noch rausgefischt vorher. Aber. Boah! Heiliger Bimbam! Ja, Barcelona ist das war, glaube ich, sowieso eine Katastrophe im FIFA 16, weil der Messi hat 94, glaube ich, dann Suarez hat 90 und Neymar, glaube ich, jetzt 89 oder 88 Spielerstärke, also die sind auch massiv aufgewertet worden. Beziehungsweise zumindest von den Zahlen her, weil ich glaube, es hat sich ja irgendwas verändert im Bewertungssystem oder so, weil teilweise die Spieler aufgewertet sind von 89 auf 90 und dann sind aber trotzdem die Stats weniger geworden. Wie das geht, weiß kein Mensch, aber es ist so. IE-Logik, ne? Abseits, oder? Bin gespannt, wie es ausschaut das Jahr mit dem Pace, mit den Pace-Huren sozusagen, weil, ja, weiß nicht, in den Seasons kann ich es jetzt nicht sagen, aber im Ultimate Team hat viele Leute geschaut haben, dass extrem schnelle Flügelspieler haben oder generell schnelle Spieler, weil dann halt man, ist man halt durchgerannt. Was interessant war, war ob das funktioniert nach dem Anstoß, das Durchlaufen. Und es funktioniert, wie es ausschaut. Weil das ist in jedem FIFA bis jetzt noch gegangen. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr in FIFA 15 sicher 10, 15 Tore gekriegt, wo der Spieler einen Anstoß gemacht hat, der durchläuft mit irgendeinem schnellen Spieler, eben Messi, Ronaldo oder sonst irgendwo so in die Richtung. Und dann einfach da 30 Meter vom Tor anzieht und er ist drin. Gerade am Anfang von FIFA 15 war das relativ problematisch, weil der Tormann irgendwie immer zu weit vom Tor gestanden ist. Da hat man relativ viel Weitschüsse machen können. Ja. Bis jetzt schaut es noch mal gut aus für mich. Rodriguez. Das muss ein Tor werden normal, das muss. Ja, das war schlecht von mir. Wollte eigentlich rüberpassen, aber er hat irgendwie den falschen Pass gemacht. Man kann anscheinend bezüglich, weil ich gerade passen sage, einen Powerpass machen oder so, indem wie man das macht, weiß ich nicht, leider. Aber irgendwie so einen extremen, druckvollen Pass über das ganze Feld, einen flachen. Haben sie zumindest angepriesen. Ja, also Flanken sind extrem schlimm. Das ist schon wieder wie FIFA 12 oder so. Ich glaube, ein Jahr, letztes FIFA 15 waren Flanken so ziemlich für den Arsch, sage ich jetzt mal. Dieses Jahr ist wahrscheinlich wieder extrem. Nächstes Jahr dann wieder sind die Flanken wieder kacke. Also, ja. Einmal so, einmal so. Mal schauen. Das heißt, ich glaube, also was ich da so mitkriege, Flanken wieder viel wie Flügel spielen, Flanken und irgendeinen Kopfball starken Diego Costa oder so und Tor. Bam! Der muss drin sein. Ja. Ja, der Tormann, Ter Stegen, nicht unbedingt der beste Tormann, wahrscheinlich. Na ja, gut, naja, den darf er nicht in die Mitte nachklatschen lassen, wenn man weiß. Ja, grafisch, wie gesagt, ist es eigentlich 1:1, FIFA 15, aber 1:1, also da hat sich gar nichts getan. Vielleicht ein paar Starheads mehr oder so, beziehungsweise ja, ein paar Polygönchen mehr, aber ja, jetzt flanken wir nochmal, schauen wir mal.
Ja. Okay. Ich glaube, man kann besser aus dem Halbfeld flanken oder so, was ich mitgekriegt habe. Muss ich mal probieren. Marcelo war eh schnell. Laufen wir da mal durch, weil es eh wurscht ist. Aha. Mhm. Okay. Jesus, den kann man nicht halten normal, oder? Bah. Unglaublich, bin ich da unglaublich schlecht, aber der Computer ist noch schlechter als ich, also kein Problem. Ja. Kommentare, Kommentator ist glaube ich das ja auch nicht, weil da wir die englische Version haben, boah. Und glaube in Deutsch kommentiert jetzt der Wolf Christian Fuß oder so. Der ist ziemlich gut. Mal schauen, ob es auch im Spiel gut wird. Mal was anderes, weil die alten Kommentare waren ja, glaube ich, FIFA 9 oder so. Gibt es das? FIFA, seit FIFA 9? Wow! Okay, Passing ist, glaube ich, nicht mehr so das Ausschlaggebende, weil Rodriguez ist, glaube ich, ganz schnell und der hätte den Ball eigentlich erwischen müssen. Tja. Jo. 77. Minute, 3-2 vorn, kein Problem. Man sieht, wenn man FIFA 15 gespielt hat, und ich bin kein guter Spieler, sage ich ehrlich. Also, ich glaube, Liga 3 war das höchste oder so. Ich glaube, einmal Liga 1 und dann gleich wieder abgestiegen. Also, ich bin sicher kein Pro-Spieler oder so. Aber man sieht, es ist nicht wirklich schwierig von der Umstellung her. Und ich wollte eigentlich schon wieder um mich passen, aber. Okay, jetzt hat es funktioniert. James Rodriguez, ich weiß nicht, der hat das Jahr, glaube ich, auch überhaupt nichts gezeigt, sondern der ist trotzdem aufgewertet worden. Ja, ich will jetzt da nichts, kann beleidigen, weil die spanische Liga verfolge ich leider nicht so. Aber, ja. Real Madrid halt, da kann man ja keinen Spieler aufwerten, geht ja nicht. Das ist ja eine Majestätsbeleidigung. Außerdem haben wir die, glaube ich, jetzt eine Partnerschaft mit EA oder so. Habe ich auch was gelesen. Das heißt, da müssen die Spieler wahrscheinlich vertraglich vereinbar eine gewisse Mindeststärke haben oder so. So, jetzt machen wir einen Weitschuss. Oh. Ah, den muss er nochmal haben. Unglaublich. So gut gespielt. Tja. Auf jeden Fall, das ist FIFA 16 Demo. Mal schauen, ob sie noch Balanceänderungen machen, dann in der Release-Version. Am 22. oder 24. kommt es raus, offiziell. Tja, ich kann, wie gesagt, summa summarum nicht wirklich welche Unterschiede feststellen. Es sind nicht wieder ein paar Schrauben gedreht worden und es ist wieder ein bisschen da ein bisschen was schlechter gemacht, da ein bisschen was besser gemacht. Aber hauptsächlich ist es wieder mal ein Kader-Update zum Vollpreis. Ja, weil Next Generation Sprung oder so sieht man jetzt auch nicht wirklich was. Mal schauen, ich würde es jetzt eigentlich gar nicht schlecht reden, das Spiel, sondern einfach da nur meine objektive Meinung dazu äußern. Ja, man muss sich mehr damit beschäftigen, man muss warten auf die Vollversion und ja,